So, wir gehen mal ins erste Video. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Ada ist nämlich auf dem Weg nach New York. Hört sich blöd an, ist aber so. Er läuft von Berlin nach Portugal und von Portugal fliegt er nach Amerika und läuft nochmal von Amerika nach New York. Das ist seine Aufgabe. Er hat, glaube ich, jetzt gerade seinen vierten Tag oder so, dritter oder vierter Tag. Der ist bis jetzt jeden Tag irgendwas zwischen 30 und 50 Kilometer gerannt. Wenn ich, hintereinander, ne? Also wenn ich heute 30 Kilometer laufe oder 50 Kilometer, dann könnt ihr mich für eine Woche nicht mehr ansprechen. Und der macht das wieder. Und der pennt draußen in dem Zelt und frisst Nudeln mit Thunfisch. Cyborg Season 24. Boah, wow, Digga, ist hier Film oder was? Powered by ESN. Oh, stark. Das hat er im Stream erzählt. Als er seine Mutter davon erzählt hat, hat die Arme einfach angefangen zu weinen. Also, weil sie Angst hat um ihn so. Stell dir vor, du gehst zu deinen Eltern und sagst, du willst jetzt in New York laufen. Und deine Mutter fängt einfach an zu weinen. Oh, was geht? Guten Morgen. Es geht los. Ich gehe jetzt Zähne putzen, anziehen, nochmal die restlichen Sachen packen. Und dann heißt es Cyborg Season 24. New York City, baby. Let's go. Letztes Mal Autofahren. Ich will ja nicht anfangen. Diese ganze Prozedur jetzt am Anfang zieht sich immer wie so ein Kaugummi. Und dann geht es noch one way Richtung New York. Let's go. Wie hast du gepennt? Ich habe wirklich sehr gut gepennt. Direkt eingeschlafen? Ja, direkt eingepennt, gut geschlafen. Ich bin nur ein bisschen früher aufgewacht. Ich glaube, es war so die Aufregung. Habe ich mich nochmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten nochmal hingelegt. Fahren wir zum Brandenburger Tor. Da ist nämlich der Startschuss. Auch sehr gutes Laufwetter, schön Regen. Ich glaube, er erklärt jetzt in dem Video auch alles, ne? Also so, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum sitzt er gerade in dem Auto? Das hat Sicherheitsgründe, ne? Wenn der Typ irgendwo zusammenklappt, irgendwo auf einer Landstraße, dass ihn da jemand einsammelt, ne? Also da, manche Leute schon wieder natürlich die TikTok-Plattform und Twitter habe ich es auch gelesen, auf Twitter und TikTok. Ja, oh, ist doch fake, der fährt doch bestimmt mit Auto dahin und hast du nicht gesehen? Das sind auch wieder Top-Kommentare, das ist so anstrengend. Also nein, er läuft, so habe ich es verstanden, los und in seiner Nähe ist immer das Auto, falls der Mann irgendwann mal zusammenklappt, was passieren kann, wenn du 3 Monate am Stück irgendwie 30, 40 Kilometer rennen willst, dann ist das normal. Schön windig, bisschen düster, kommt man direkt in den Fokus rein. Ich war gespannt. Wie soll er das selbst auch filmen, sonst ist ja noch schwierig, dann muss er ja auch, also allgemein auf der ganzen Reise so verhalten wird. Er trackt es auf Starter sogar. Ich weiß gar nicht, was das ist. Kommen. Soll ja auch die nächsten Tage ein bisschen kälter werden noch. Heute ist ja auch schon ein bisschen frischer. Vor ein paar Tagen war ja gefühlt 20 Grad. Heute sind 6 Grad. Aber ja, wir haben ja alle möglichen Klamotten mit. Deswegen passt das schon eigentlich. Was hat er da überhaupt an? Gestern Restday? Ja, Beine fühlen sich gut an. Auch wenn sie sich nicht gut anfühlen würden, Bruder. Bro, es gibt hier keine Zeit. Deswegen, also, ob die sich gut anfühlen oder nicht gut anfühlen, Bruder, es bringt mir jetzt auch nichts. Aber warum sollte er es faken? Mann, der faket es nicht. Ihr versteht immer nicht, Chat. Ich sage, jemand, der Sachen faket, ne, so Gewinnspiele oder Formate oder sonst was, dieses Risiko, ja, das ist viel zu hoch. Heutzutage kommt sowas eh irgendwie raus. Es gibt solche Geeks da draußen, die irgendwelche Sachen rausbekommen. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist völlig Quatsch. Sagen wir, ich fake ein Gewinnspiel, okay? Eine Uhr. 20.000 Euro Uhr. Dann fake ich eine 20.000 Euro Fake Gewinnspiel für 3.000, 4.000 Follower. Und stell damit die ganze Legacy, die ich da aufgebaut habe, also dieses Authentische, aufs Spiel. Das ist voll dumm. Das Porsche Gewinnspiel war doch fake. Ja, das war auch fake. Also da haben wir sogar nochmal, jeder von uns, ich weiß nicht ganz genau wie viel, aber ich glaube es waren 50, jeder von uns nochmal 50.000 reingeballert, dass dieses Gewinnspiel stattfinden kann, weil wir keinen Bock hatten, dass uns irgendwelche Vollidioten auf den Sack gehen. Also wie eigentlich wurde uns ja das Auto sozusagen zur Verfügung gestellt, aber wir haben es dann trotzdem nochmal, weil wir mit Schwierigkeiten, also wir haben es am Ende in kurzer Form nicht bekommen und haben es dann, anstatt wir, ich sage ehrlich, ganz viele hätten wahrscheinlich gesagt, Jungs, da ist was falsch gelaufen, scheiß drauf, tut uns leid, fertig ist, aber worauf ich hinaus will ist, dass Gewinnspiele faken oder Formate faken, dass das deine Karriere knallen kann. Und warum sollte er das machen? Er ist ja nicht dumm. Leute haben nur immer schnell eine Ausrede, ja, ist fake. Gut, das kann ja nicht sein. Ja, das ist schwierig zu glauben, dass er es macht, aber er ist ein Macher. Und ich verfolge den Mann. Ich verfolge den Mann. Der Mann hatte gestern oder vorgestern 270.000 Follower. Ich glaube, der hat jetzt fast 290. 294.000 Follower. Der Mann hat in 2 Tagen irgendwie 30.000 Follower dazu bekommen, weil sich das rumspricht. Der Mann hat fast so viele Likes wie ich.
Also 150 ist schon geisteskrank. Und ich sag dir, das ist es nämlich, Chat. Der weiß, was er da tut. Das hat nämlich mit diesem Ding erreicht er nämlich ganz, ganz viele Leute. Also die, viele haben vielleicht schon von ihm gehört, aber ich sage, das ist nochmal die nächste Nummer und das hat er schlau gemacht. Ich habe vor 2 Jahren predicted, dass dieser Typ auf jeden Fall in der Sportbranche alles auseinandernehmen wird. Ich sage euch, Ada wird der größte Sportinfluencer in Deutschland in den nächsten Jahren. Er hat was, was niemand hat, meiner Meinung nach. Er hat dieses Komplett-Komplett-Paket. Es gibt geisteskranke Bodybuilder, es gibt verrückte Leute, die laufen, es gibt verrückte Leute, die essen können, aber dass alle drei das so zusammen machen, ist schwierig. Beziehungsweise gibt es nicht so oft. Kaum. Und er hat das. Er kann essen wie sonst was. Er sieht richtig geil aus. Er hat ein völlig verrücktes Mindset. Er kann laufen wie sonst was. Er kann sogar boxen. Er kann Kraftsport machen wie ein Macher. Und er wird jetzt merken, wie dieser Gegenwind kommt. Wie der Gegenwind kommen wird. Umso größer man wird, umso härter wird der Gegenwind. Und er darf darauf nicht eingehen. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Ja, hier, der fährt mit Auto, der stofft, der faked. Das wird alles noch viel, viel schlimmer, Chat. Supportet den Mann. Supportet ihn und gut ist. Weil auf der Reise werden einige Tage sich nicht gut anfühlen. Kann man sich schon direkt dran gewöhnen. Die ersten Tage sind so die ekligsten, glaube ich. Weil wir gefühlt so nicht vorankommen werden. Die ersten Tage sind wir noch in Deutschland unterwegs. Und danach kommen wir langsam in die anderen Länder. Und ab da fängt dann für mich, glaube ich, so dieses Dings an, so dieses Abenteuer. Weil in Deutschland, ich weiß nicht, ist alles irgendwie so, als ob ich noch in der Umgebung bin, irgendwie gefühlt. Ja, wer hat denn jetzt den Porsche gewonnen? Ein Zuschauer. Hier, wir schenken einen Abonnenten einen Porsche. Übergabevideo mit Edi Geller und Sidney. Der Mann hat gewonnen. Familie grüßen. Riesen Dankeschön, dass ihr sowas ermöglicht habt. Ich bin auch sprachlos, aber... Das ist aber sympathisch. Wie er so redet, als wenn wir so eine Knarre hinten irgendwie an ihn halten und sagen, du sagst das jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wenn ja, keine Ahnung, fragt ihn, sucht ihn auf Insta, fragt ihn, ob er das Auto verkauft hat, ob er es noch hat oder sonst was. Der hat den Wagen bekommen und fertig ist. Krieg ich maybe auch einen Porsche auf Lock? Ja, ja, klar. Ja. So, das ist Lukas, mein Trainer. Hat sich aber gut angefühlt, die letzte Autofahrt. Wenn du müde wirst, lässt dein Chor so ein bisschen immer nach. Ja. Dann verkürzt du hier an der Seite. Also immer quasi das IT-Band. Dennis, danke für dein Prime. Bearbeiten, damit da Mobilität reinkommt. Ich mache ja mal dieses Squat dann, ob ich das auch einbauen soll. Ja, definitiv. Einmal die Woche? Eigentlich kannst du es jeden Tag machen. Also du musst halt nicht super viele machen, aber dass so du richtig tief reinkommst, ne, damit extended wird. Okay, es geht los. Cyborg Season 24, Tag 1, Day 1. Julian, Liebe. Let's go. Wie der Mann. Ich finde, das sieht immer gar nicht so schnell aus, aber der ist ja richtig schnell auch unterwegs. Ne? Ich weiß gar nicht, Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber immer wenn ich mit Leuten darüber rede, sagen die, das ist schon sehr stabil auf. Ich glaube, der rennt 1 Kilometer in 5 Minuten noch was und er rennt halt am Stück irgendwie 40 Kilometer. Also das ist schon verrückt. Ja, 5,30er Pace. Gefühlt 1,5 Monaten das erste Mal wieder Koffein genommen. Ich schwöre, ich fühle mich, also ich schwebe. Geistkrank. Wir sind gleich bei Kilometer 10. Die ersten 10 Kilometer haben wir geschafft. Puls super, wir sind gleich unterwegs. Super. Woher kennst du ihn? Wir haben Fußball zusammen gespielt in der B-Jugend, Bertelsmann. Vor 10 Jahren habe ich den kennengelernt. Ich bin auf dem Weg. Die ersten 10 Kilometer sind absolviert. Ich glaube, wir laufen jetzt erstmal Richtung Potsdam. Ich fühle mich super, ich bin hyped. So, hier ist eine Absperrung. Ich bin jetzt bei Kilometer 14. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt langlaufe. Ja. So, hier ist jetzt so ein Waldweg neben den Gleisen. Sieht gut aus. Ich glaube, steht hier geradeaus. Da war der Schlachtensee. Ich bin jetzt hier gleich bei Kilometer 17. Kilometer 17. Ging so. Die ganze Zeit so. Mumi und Darius haben die Subs. Der erste Halbmarathon der Reise ist geschafft. Bis zum nächsten Ort, wo wir erstmal Pause machen. Es sind noch 21 Kilometer. Ja, Leon. Nachher gehen wir in XFN. Je nachdem mache ich vielleicht kurz noch später eine kleine Pause. Man merkt, der Berg, also so ein relativ steiger Anstieg hier die ganze Zeit. Da würde ich gar nicht hochkommen.
Ich versuche langsam zu laufen, damit mein Puls relativ niedrig bleibt. Am Ende für mich ist immer nur wichtig, dass die Kilometeranzahl, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, abgearbeitet werden. Welche Pace das ist, interessiert mich nicht. Mittlerweile bei Kilometer 27. Wir sind jetzt schon in Potsdam. Ich fühle mich super, ja. Richtig gut. Einfach damit. Kilometer 30. Also damit ihr es mal hört, ich hätte keinen Bock, vom Brandenburger Tor nach Potsdam mit Auto zu fahren. Weil mir das zu also es wäre mir zu nervig, so durch die Stadt und so. Und der läuft das. Also die Berliner wissen, dass es voll nervig ist, so eine Strecke. So Potsdam, dann Brandenburger Tor, so sagst du, boah, nee, scheiß drauf. Lass lieber woanders hin essen. Und der läuft dahin. Gut, 33,5, jetzt machen wir kurze Pause, würde ich sagen. Was kleines Essen, ein bisschen trinken. Ist auch noch sehr früh, es ist gerade mal 12 Uhr. Das interessiert auch, was er genau ist. Wir haben gut Kilometer gemacht jetzt. Ich denke, ich chill so 1-2 Stunden ein bisschen, maximal 3 und dann laufen wir noch ein bisschen. Mindestens 42 müssen wir mal voll machen am Tag, der Rest ist Bonus. Also er will 42 Kilometer voll machen an einem Tag. Er will also 2-3 Monate am Stück jeden Tag einen Marathon laufen. Ich schwöre, der schnauft nicht mal. Ich sage, der hat irgendwas, ist nicht richtig in seinem Körper. Das ist so wie, manche haben keinen Würgereiz und können deswegen voll viel essen. So, die können so schlucken. Ich sage, seine Lunge hat einen Bug oder seine Muskeln im Bein oder da ist irgendwo ein Bug. Irgendwo ist da ein Nerv, der sendet nicht das Ermüdungsgeschehen an das Gehirn weiter. Irgendwo ist das ein Bug. Irgendwas ist da verbuggt. Und was sagst du zur Strecke? Ganz geradeaus. Ich glaube, das wird auch cool sein. Ich sehe jeden Tag was Neues. Normalerweise, wenn man in Berlin oder so die Kilometer sammelt, dann sieht man ja relativ oft immer die gleichen Strecken. Der Bug nennt sich Training, aber jeden Tag immer was Neues. Bruder, ich schwör's dir, das habe ich noch nie gehört. Auch so die Gelenke und sowas. Wie machen die das denn mit? Selbst wenn du so fit bist, dann kannst du doch nicht 3 Monate am Stück einen Marathon laufen. Egal wie sehr du das trainierst. Das ist doch krank. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, guck mal, wie der aussieht. Ich sag, da ist ein Fehler im System. Ich mach mir jetzt, glaube ich, Shake. Nimm schon meine Subs und so. Weißt du, Läufer sehen ja anders aus. Ja, rote Betesaft, oder? Ein bisschen aufgestockt. Das ist vielleicht der Bug. Super. Ob das reicht fürs Porto? Schwer. Vielleicht muss ich einmal im YouTube-Video sagen, dass mir ein paar von den Zuschauern welche vorbeibringen müssen. So entstehen die Storys. Digga, wie entspannt der noch aussieht, ne? Gänsehaut. Ich schwör's dir, ich seh fertiger aus nach einem 45 Minuten Kreisligaspiel. Ich bin da durch die Stadt gelaufen, da war so ein Markt, war voll so. Ich dachte, ja. Krass. Eigentlich am Anfang, relativ am Anfang, hat sich das noch. Ich schwöre, dieser. Guck dir das an. 6er und ich weiß, die in der Mitte 6, 7, 10. Obwohl, sieht eigentlich ganz frisch aus. Nee, scheiße, oder? Also, ich finde aber nach 45 Minuten, Kreisliga, ja. Na gut, scheiß drauf. So angefühlt, als ob ich nochmal laufen. Ist ja auch nicht gelaufen, ja, das stimmt. Ist ja auch so. Nur ein bisschen weiter weg. Ab da, wo die Waldwege angefangen sind, so wo ich da den Berg sind, wo ich merke, okay, das ist jetzt komplett was, neue Umgebung, relativ, weißt du? Ja. Alle Klicks auf den YouTube-Videos sind mittlerweile okay, von dir. So, weißt du? Ich mache alle Klicks selber. Ich habe eine Banane gegessen. Ich glaube, ich esse noch gleich eine Riegel. Oatbar oder so. Die Hälfte der Packung schon mal rein. Was ist ihr so? Ich sag dir ehrlich, Cornflakes, Banane, Milch, Honig, Stop. Super, ja. Schön schlotzig, crunchy, schön gartig durch die Banane, süßi, super. Wir stehen einfach in der Landstraße, ja. Und ich bin gespannt, wo wir heute Abend landen werden. Weil das ist ja immer Wundertüte, bezüglich dann Schlafen und sowas. Ich glaube, ein Zelt werde ich mir auch kuschelig machen. Und wenn wir an einem coolen Ort sind, wo man da schlafen kann, dann schlafen wir dort. Ich kann auch hier auf dem Boden schlafen. Mir ist eigentlich vollkommen egal, Bruder, sag ich dir ehrlich. Was geht, Jungs? Ja, nicht, dass wir dich jetzt stören oder so. Alles gut. Du musst doch schlafen, oder? Ja, ein bisschen entspannt.
Okay, Jungs, ich wünsche euch was, ja? Danke, Mann. Schön. Mich gefreut. Komm gut an, ne? Dankeschön. Spanien wird richtig hügelig. Bilbao und so. Wenn du dir so nachguckst, wo du langläufst und dann sagst du, ja, Spanien, ne? Spanien wird sehr hügelig, Bilbao, ja, oder? Oder guck dir die Berge an. Wir laufen durch den Harz. Ich war noch nie dort, aber anscheinend soll es dort bergig sein. Oh, ist aber geil, oder? Wenn du so durch Spanien läufst. Ich glaube, der Mann wird seinen Seelenfrieden finden danach. Der wird so laufen, irgendwo in spanischen Bergen. Da wird kein Mensch sein. Der wird über alles nachdenken. Der wird entspannt drauf sein. Wann, Fried? Super. Fühlst du dich ready, in einer halben Stunde loszulaufen? Mo Auber mit einem Raid? Nicht. Hä? Das hat nichts zu bedeuten. Ich dachte, wir machen das. Ich dachte, wir sind nachher zusammen, Mo. Werden, wenn ich nicht ready bin. Deswegen gibt's nicht keine andere Option. So, es geht in die zweite Runde. Jetzt haben wir nochmal so bis zur nächsten Raststätte. Nochmal so 12 Kilometer. Genau, wir sind in der Landstraße. Kameramann ist auch fleißig. Auf dem Rad. Super. Ich hab Bock. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Hä, wie geil, Digga, dass er so Abonnenten auf dem Weg trifft. Wie geil ist das denn, die ihn so motivieren? Es wird aber halt in Deutschland mehr sein, ne? Irgendwann, wenn er in Spanien ist, dann kommt kein Hombre und sagt ihm, nee, mucho gusto. Bergab. Schwer oder nicht, Bruder. Cyborg juckt gar nichts. Geht, glaube ich, ein geiler Waldweg. Voll geholt? Hast du Bargeld? Boah, das kann doch nicht sein jetzt, ja. Nimm Karte? Nee, nimmt er nicht, ja. Das ist ein Bruch. Was willst du machen? Ich habe ihm das auch gesagt, er muss bei sowas aufpassen. Der darf nicht umknicken. Der muss immer aufpassen bei solchen Wegen, wo der langläuft. Ich bin jetzt hier im Wald, weit und breit ist nichts. Sehr geiler Waldweg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in den Schlagloch trete oder sowas. War aber sehr schön. Komische Wege. Sehr, sehr komische Wege. Aber Headshot, Liebe. Wir finden Wege. Ist voll Wetter, voll warm geworden auf einmal. Da vorne war vorhin so ein Scharfschütze links. So ein Jäger, ich glaube, der wäre hier im Gebüsch gelaufen, hätte er sich gedacht, was ist das für ein Känguru? Hab ich noch nie gesehen. Siehst du das? Komm, eine Herde hinterher. Eine Riesenherde, komm. 45 Kilometer. Wir haben jetzt noch so ungefähr 1,5 Kilometer bis zur nächsten Raststätte. Da halten wir kurz erstmal. Der ist jetzt zum Beispiel einfach einen Marathon gelaufen. Mein Papa ist ein Macher-Chat, ne? Mein Vater ist schon über 20 Mal den Berliner Marathon mitgelaufen. Und mein Papa ist schon über 60, ne? Also der ist letztes Jahr den Marathon noch mitgelaufen und er hat ihn geschafft. Und wenn mein Vater, ich kann mich noch daran erinnern, immer zurückgekommen ist vom Marathon, der hat sich hingelegt und der war dann auch erstmal nicht ansprechbar für 1-2 Tage, ne? Also der war dann im Arsch. Der war komplett im Arsch. Auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag. Und der Typ rennt, der ist auch ein bisschen jünger, ne? Aber trotzdem, das ist verrückt. Das ist wirklich krank. Gucken dann von da, wo wir vielleicht den nächsten Spot dann haben, wie lange das dauern würde. Und dann planen wir weiter. Das ist gerade der erste Tag. Man ist euphorisch. So, man ist noch motivierter als wahrscheinlich in ein paar Wochen. Ich weiß jetzt schon, dass es auch viele Downs geben wird. Egal, ob Tag oder Nacht. Nee, jetzt finde ich, sieht sehr idyllisch aus. Nachts Wälder loslassen. Ich komme nicht voran und es wird kein Ende nehmen. Aber genau auf dieses Abenteuer habe ich mich eingelassen. Ich will genau diese Höhen und Tiefen. Ich will meinen Schweinehund 24/7 in meinem Kopf haben. Ihm lange reden. Also wir sind jetzt 13,8 Kilometer noch gelaufen. Ich will nicht hier auf dieser Raststätte bleiben. Deswegen laufen wir jetzt noch 7 Kilometer oder so bis zum nächsten See. Super. Xin Sheng Han Chi, Yang Han Chi Nu, Xin Sheng Han Sen Chi, Fos Beri Kom Su Bang Ho, Fo Wan A Bi Chi Lu, Ado Ho Su Beri Kom Su Beri Kom Su Bang Ho. 600 Meter. Super. Ganz, ganz liebe Grüße an die nette Familie hier. Wir sind jetzt hier nicht an einem Campingplatz,
vorbeigekommen, wo wir halten können. Und wir haben jetzt einfach mal gefragt, ob wir hier auf deren Einfahrt rauffahren dürfen. Hier im Garten von denen das Zelt aufbauen können. Also sehr sympathisch, sehr nette Familie. Lol, die lassen den bei denen im Garten pennen? Ich dehne mich nur kurz noch ein bisschen, damit meine Muskeln ein bisschen für morgen frei sind. Wie gesagt, das Ziel ist halt jeden Tag Kilometer abzureißen. Wie man es aufteilt, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache am Ende kommen wir nach New York an. Wir haben jetzt am Anfang morgens 33,5, dann 13,8, glaube ich. Dann sind wir 46, 47, irgendwie mehr, ein bisschen mehr als 47 und jetzt nochmal 6. Ja, so irgendwie 54 Kilometer. Erster Tag. Super. 54 Kilometer. Und da baut er sich sein Zelt auf, wo er pennt. Draußen. Echt, ist das krank. Robin, lieben Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist, glaube ich, geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. Zelt ist hinten auch aufgebaut. Mein Bro Alvaro. Nicht mehr so, wir sind ja nicht so weit weg aus Berlin. Deswegen haben die uns für die erste Nacht schöne Bowls vorbeigebracht. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ändern, weil die Strecke immer weiter weg wird. Darauf freue ich mich jetzt. Was haben wir Schönes? Hähnchen, Reis, alles, was das Herz begehrt. Super. Wundert euch nicht für meine Montur, aber mir ist übertrieben kalt, deswegen lieber warm anziehen. Boah, Bombe, ja. Nehme ich schön Hähnchen, Currysoße, ein paar Sprossen, schön gartigen Reis. Zweite Runde. Was haben wir heute an Kalorien verbrannt? Bestimmt 4.000-5.000. Ja, mit Grundumsatz 6.000. Schon gut essen. Die Bowls kommen wie gerufen, ja. Sure. Jetzt die kommenden Tage wird dann wahrscheinlich, weil wir weiter weg sind, wird es viel Freestyle sein. Normal Nudeln, Pesto etc. Lassen wir den Gourmet raus. So Leute, erster Tag geschafft. Ich liege jetzt hier im Zelt. Ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich habe mir auch schon so ein Nasenpflaster drauf gemacht, damit ich noch ein bisschen besser atmen kann. Für einen hoffentlich maximal regenerativen Schlaf. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, wieder neue paar Kilometer abreißen. An die Wand, danke für 17 Monate. Spätestens. Passt schon. Guten Morgen. Ich bin Team hartes Kopfkissen. Ein bisschen härter. Wir haben gerade. Guck mal seine Brust an. Ein paar Kilometer. Wisst ihr, was bei Ada auch so eine Sache ist? Der zeigt nicht, also wie soll ich formulieren? Er zeigt sich schon, ne, natürlich, wenn er so trainiert. Aber wenn du so mit ihm privat chillst, der hat immer Hoodies an und lange Sachen. Guck mal, wie der aussieht, Digga. Der sieht aus wie so ein Super Saiyajin. Nacht. Spätestens. Wenn ich so aussehen würde, ich würde wahrscheinlich, ich würde nackt den ganzen Tag rumlaufen. Guten Morgen. Morgen. Wir haben gerade Zelt und so abgebaut. Jetzt ziehe ich mich schnell an. Ja, ist okay. Selbes Set von gestern? Ja, selbes Set von gestern. Wir müssen ein bisschen sparsam handeln, damit wir nicht so viel Fläche produzieren. Wenn ich mich jetzt jedes Mal fünfmal umziehe, dann ist das nicht so gut. Deswegen ziehe ich jetzt eine Sache immer mehrmals an, bis es so krass riecht, bis es mich beim Laufen beeinträchtigt. Aber kriegen wir schon hin irgendwie. Wie war Nacht? War gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen einpendeln so. So in den Schlafsack rein und so, aber sonst eigentlich an sich. Deswegen ist es jetzt 8 Uhr. Ich werde jetzt versuchen, so 30 Kilometer abzuspulen mindestens. Bin bestimmt so 3 Stunden unterwegs. Und dann habe ich einen guten Puffer aufgebaut für den Tag. Es geht jetzt Richtung Schmerz oder so, wie das heißt. Schmerz, keine Ahnung. Richtung Wald wieder. Let's go. Kilometer sammeln. Super. Beine fühlen sich gut an, ja. Okay, let's go. Später. Später. So Leute, ich bin wieder im Wald, irgendwo, nirgendwo. Beine fühlen sich gut an. Jetzt war jetzt ehrlich, irgendwann ist es doch mal zu viel. Ich versuche jetzt 30 Kilometer abzuspulen. Ich höre, das ist wirklich komplett gestört. Ein Glück habe ich viele Sportler in meiner Community, die das nachvollziehen können. Wie krank das ist. Nach 90 Minuten anstrengendem Spiel. Profi-Sportler, ja. Hier, ich glaube, letztens bei Real gegen City, da sind die 15 Kilometer gelaufen. 15. Und keiner von, oder wenig von uns laufen in dem Spiel 15. Die sind ja sogar 120 Minuten haben die gezockt. Wisst ihr, wie krass im Arsch die am nächsten Tag sind? Da sind zwar auch Sprints und sowas dabei, aber trotzdem. Und dass er sich dann da hinstellt und sagt, meine Beine fühlen sich gut an und nochmal 30 Kilometer rennen. 35 Kilometer, muss ich ehrlich sagen. Hier so ein Wald alleine, bisschen gruselig, aber auch geil. Diese Ruhe, man ist mit sich selber und wahrscheinlich mit Portieren. Super. Das ist sehr schwer, immer eine Orientierung zu finden im Wald, weil die Wege, durch die ich laufe, sind halt sehr Leoni, so das sagen für 16 Monate. Man erkennt vielleicht mal so, dass ein Auto mal durchgefahren ist, weil der Boden etwas platter ist, aber oft läuft es halt durch Moos. Das mit dem Navi und so, muss ich manchmal so anhalten und gucken, okay, bin ich jetzt richtig hier lang laufen, da lang laufen, schon tricky, aber ja, kriegen wir alles hin.
Ich werde mir das immer reinziehen, ne? Immer wenn es online kommt, werde ich darauf reagieren. Das ist ja krank. Es muss so viel Reichweite wie möglich haben, den Lachs hier. Boah, aber ich glaube, da findet er seinen Seelenfrieden. Boah, da hätte ich, ohne Witz, da, ich mag spazieren, da so langlaufen, Handy mal weglegen, Musik hören, top. Oder hier sind viele, ich dachte schon, ich muss auf den Auf einmal, ich sehe irgendwie so Panzerschilder und so Scheiße. Ich dachte, was geht jetzt ab? Und auf einmal sehe ich da so Autos. Militärgebiet von der Bundeswehr, weil hier sind überall so Schilder mit Panzern und nice. Diese Wege. Ich habe vorhin auch zwei sehr korrekte von der Bundeswehr gesehen. Ich hoffe, ich trete damit niemandem auf die Füße, dass ich jetzt hier durchlaufe. Ich bin einer von euch. Ich will einfach nur nach New York. Aber sehr geil hier. Ich glaube, hier trainieren die. Wenn man das so sagen darf, weiß ich, ob das geheim ist oder nicht. Falls ja, tut mir leid. Zeitquest. Sehr, sehr komische Wege. Ja, aber da muss man aufpassen. Aber nicht so schnell voran. Aber wir kommen voran. Militärsicherheitsbereich. Ja, nicht, dass der Mann da irgendwie einen Obschuss abbekommt, ne? Can you drop the operator, please? Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob man da langlaufen durfte, aber was soll ich machen? Ich glaube, die haben so Schießübungen gemacht. Ah, wie viel? Ich laufe so vorbei, die stehen schon so alle auf. Die gucken so. Ich dachte nicht, wer ist das denn jetzt? Ich habe einfach mit so einer Selbstverständlichkeit gegrüßt. Die haben zurückgegrüßt und schon weitergelaufen. Liebe Grüße an die Jungs, vielleicht sehen die das vielleicht auch nicht. Du bist über einen der größten Truppenübungsplätze Deutschlands gelaufen. Echt? Querfeldein. Krass, cool, die Pferde. Ab und zu. Here we go, Ombi. Ab und zu hängt mein Navi. David, danke für 17. Ich glaube, ich habe mich einmal kurz verlaufen. Wir haben noch 20 Kilometer. 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Gucken wir mal. Ipro Baum, ja, demnächst gibt es wieder einen Velo Cup. Ich schwöre, wenn ich das so sehe, Chat, ich weiß nicht, ob ihr mich fühlt, ich würde lieber eher da wohnen, als komplett in der Stadt drin. Ich werde alt. Muss ich wirklich sagen. Manche feiern es, manche nicht. Wobei. Super. Kühe. Kühe, alles da. Kühe. 2 Kilometer 21, Halbmarathon geschafft, zweiter Tag. Ich habe jetzt ungefähr noch so 9 oder 10 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Ich bin hier komplett wieder gerade in einem Wald. Ist einfach gemütlicher da, plus 1. Eine kleine Pause, ess was bisschen. Wird aber eventuell irgendwann langweilig schauen. Und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Nur Sandwege, ja, die ganze Zeit. Scheiße. Boah. So, Leute, ich laufe jetzt hier auf der Landstraße. Ich habe mich auch extra auf die Seite gestellt, wo die Autos mir entgegenkommen, was sie besser sehen kann. Dann gehe ich sie nämlich gleich auf die Seite, weil Gott sei Dank ist sie nicht so befahren. Ich bin auch gerade bei Kilometer 26, noch so 4 Kilometer ungefähr, dann sind wir da. Das ist halt so ein Nachtritt, ne? Überleg mal, der ist gestern 50 Kilometer gelaufen, heute, was hat er gesagt, 26, also hat er 76 Kilometer vom Brandenburger Tor bis jetzt. Das, 76 Kilometer, das ist mit Auto auf der Autobahn, ist das, was ist das? Das ist eigentlich nicht viel und wie viel ihm noch fehlt, deswegen muss er das über 2-3 Monate machen. Wisst ihr, was ich meine? Digga, wenn ich jetzt losfahre, ich glaube nach Leipzig sind es ungefähr 200 Kilometer, ich brauche dafür so 2 Stunden. Das ist voll der Nachtritt, finde ich. 50 Minuten mit Auto. Ach, das ist schon echt hart, Digga. Deswegen muss er so lange auch laufen. Der letzte Abschnitt war sehr hart, ja. Bruder, nur Sand. Sand hat so viel Energie geraubt. Die letzten Meter war Landstraße. Aber ja, dieser Waldweg, der war Katastrophe. Wir haben gut Kilometer gesammelt. 31 hier. 0,7. Später haben wir noch mal mindestens so 10, 12, so, dann haben wir unser Soll für heute mindestens erfüllt. Je nachdem, wie meine Beine später sind. Ich hatte auch keine Verpflegung dabei, ja. Eine Banane hätte ich mir gewünscht auf dem Weg. Scheiß drauf. Jetzt nehme ich meine Subs noch zu mir. Omega, Athlete Stack. Code Arda könnt ihr maximal sparen. Super, auch auf Reisen. Digga. Was machst du denn?
Alles gut, Bro? Digga, der hat eine ganze Apotheke hier mit, der Mann. Alles gut. Ist ein bisschen rückenfrei gemacht. Vorsicht, Code Ada oder Eli, er supportet den Mann auch. Nimmt auch mal den Code Ada. Auch mal Ada, Eli, macht euer Ding. Dicker, ja. Sorry für den Ausdruck, aber... Nicht alles gerade. Bisschen eng hier, aber mach das Beste draus. Schon sehr, sehr viel Waldweg. Sehr, sehr viel. Ich bin mal gespannt, bis wohin sich diese Waldwege mal ziehen werden. Weißt du? Ich glaube, es wird sehr, sehr viel so sein, weil es der direkteste Weg ist. Deutschland, okay, aber denkst du auch in Frankreich und so? Ich glaube, da hast du bessere Landstraßen. Da können wir auch viel mehr auf Landstraßen gucken. Also ich glaube, der deutsche Part wird wirklich viel so sein. Mal gucken. Du meinst ja, wir laufen auch durch den Harz, ne? Du läufst jetzt als nächstes durch den Harz. Auf einmal sind da so Autos und auf einmal sehe ich auf dem Boden so Maschinenpistolen. So. Ich glaube, da war so Maschinenpistolen. Ja. Und ich denke mir so... Ich guck so, auf einmal sitzt da jemand und der guckt mich so an. Und ich dachte mir in dem Moment, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich so tun, als ob alles normal ist, so, weißt du? Ich lauf vorbei, ich mach den... Dann für 29. Servus. Mein Tag war super. Er macht auch so zu mir so. Servus. Und ich bin einfach weitergelaufen. Ich glaube, der dachte sich auch so. Ich glaube, in seinem Kopf waren auch 1000 Fragezeichen. Guten Appetit. Dankeschön. Das kann ich mal erzählen, ne? Dann seht ihr aber mal, wie einfach, ne? Er haut sich einfach da ein paar Cornflakes rein, dann dieses ESN-fertige Protein-Shake-Ding und kloppt sich das dann ein. Es geht gleich zum zweiten Lauf des Tages, zum nächsten Vorort, wo die Jungs sich auch platzieren können. Ekelhaft. Wo wir vielleicht das Zelt aufbauen können. Du bist ekelhaft. Ich glaube, das ist so 14 Kilometer entfernt. Du widerst mich an. Dort laufen wir jetzt gleich hin. Er widert mich an. Also ich die Jungs fahren. Kilometer werden gesammelt. Er widert mich an. In the night. Wow. Sehr gerne, dann bitte zusammen. So darling. Ha! Hast du mich schrecklich geschickt? Ich denke, sie sind am Ende, ich schwöre. Ich hab die geschickt. Okay, let's go. So, zweiter Lauf des Tages hat begonnen. Gerade wieder hier Landstraße. Ich laufe ganz außen. Relativ ruhig befahren. Geht jetzt ungefähr so 13 Kilometer Richtung nächsten Dorf. Genau, dann habe ich heute so 46 ungefähr Kilometer gesammelt. Erstmal ankommen und dann gucken wir weiter. Je nachdem, wo dann der nächste Ort ist oder ob wir dann heute da übernachten werden. Ich bin mittlerweile bei Kilometer 10 oder nee, 10,5. Noch so 3,5 Kilometer bis zum Dorf. Und Chat, was ihr unterschätzt, ich schwöre, was man vielleicht nicht... Er rennt halt wirklich auch schnell. Er ist schnell unterwegs. Das ist nicht mal so, dass er das läuft, sondern er ist wirklich auch relativ zügig unterwegs. Also es ist der Wahnsinn. Ich habe voll Hunger bekommen. Scheiße. War gut. Ich habe mir voll Hunger bekommen auf einmal. Ich muss irgendwie kurz was Kleines essen. Hey, der ist doch mit Auto gefahren. Warum ist der im Auto? Der ist doch mit Auto gefahren. Das ist doch alles fake. Ich sehe die TikTok-Clips schon. Das wird so schlimm. Der muss TikTok löschen während des Laufs. Ja. Heute haben wir so 45,5 Kilometer. Solider Tag, war gut. Der Regen ist gerade Gold wert, ich weiß nicht. Ich glaube, so mein Blutzucker ist ein bisschen untergesunken. Richtig komisch gewesen. Auch der Weg war wieder sehr holprig. Oh, am zweiten Tag. Der muss sich richtig gut ausruhen. Ach, Digga, fick dich. Er soll sich ficken! Ich sag gerade, er soll sich ausruhen, dann rennt er nicht und dann macht er Klimmzüge. Ich rufe ihn jetzt an und beleidige ihn. Hallo? Hallo? Hör mal zu, okay? Du sollst dich ausruhen und keine Klimmzüge machen. Hast du einen Arsch offen? Wenn du nicht mehr kannst, dann mach doch keine Klimmzüge. Setz dich hin, genieß ein bisschen die Sonne, hau dir Paris ein. Ich will nicht als dünner Junge zurückkommen. Ja, aber du musst irgendwo Abstriche machen. Das geht nicht. Ich guck das Video, du sagst, du bist unterzuckert, hast du nicht gesehen? Was machst du? Ich sag, im nächsten Cut sage ich direkt, er muss sich ein bisschen entspannen, chill dein Leben, du gehst an die Klimmzugstange. Wo habt ihr die Stange überhaupt her? Lass die zu Hause. Ich hab die bei Amazon extra geholt, dass man die am Baum befestigen kann. Dass ich wenigstens irgendwo, wenn ein guter Baum ist, dass ich ein paar Klimmzüge machen kann. Wie läuft's?
Läuft gut. Bist du am Ende vom Video? Naja, 23 Minuten bin ich gerade. Also noch 3 Minuten. Wir haben heute wieder Glück gehabt. Jetzt, eine Familie hat uns wieder auf den Garten gelassen. Hä, wie krass, Digga. Wie freudig sind die? Am Anfang sind die immer ein bisschen so skeptisch. Aber dann, wenn du halt erzählst, was du machst und so, dann finden die das cool so eigentlich. Also du fragst sie, ob du bei denen im Garten pennen kannst? Na, ich gehe halt hin. Nicht ich gehe hin, sondern der Kameramann geht hin. Der hat ein bisschen andere Optik. Ja? Der fragt dann ganz nett und dann komme ich halt mit und dann sagen wir halt, ja, wir laufen nach New York und dann sind die ein bisschen verstört und sagen dann, dass wir hier irgendwo kurz parken können und dann irgendwie, ja, schlafen können. Wo bist du gerade? Wir sind jetzt hier kurz vorm, irgendwo kurz vorm Harz, also jetzt morgen laufe ich durch die Berge, ja, morgen 47 Kilometer durch die Berge wahrscheinlich. Und wann bist du so zum ersten Mal nicht mehr in Deutschland? Oh, ich glaube, das dauert noch so 10 Tage. 10 Tage bin ich in Frankreich. Soll ich dir sagen, glaube ich, was dir gut tun wird, der Spanienlauf? Ich glaube, Spanien wird nämlich geil vom Vibe. Frankreich muss ein bisschen aufpassen, ne? Also jetzt eventuell einen Bogen um Marseille rennen und so. Ja, Frankreich ist tricky. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Und da kannst du auch nicht einfach hier da im Wald pennen oder im Garten von den Leuten. Ja, da kannst du nicht einfach irgendwo pennen, Digga. Da stehst du am nächsten Morgen auf, ist deine ganze ESN, Packung ist da erstmal weg. Dein ganze, aber die wurde nämlich dann gestohlen, du. Ich wollte nur sagen, pass auf, auch bei Waldläufen, wo du hintrittst. Und lass dir wirklich mal so, einfach mal chillen, einfach schlafen. Und es ist auch keine Schande, sich mal einen Rotate zu nehmen. Du kannst auch mal pennen. Wenn du irgendwann mal 50 Kilometer rennst, da kannst und du neben einem Rotate bist, dann geh ins Rotate und schlaf da. Ist ja nicht mal, dann schläfst du halt mal normal. Aber Bro, glaub, ob du mir glaubst oder nicht, weil wir immer diese Abschnitte, es ist voll selten, dass wir wirklich an einem Ort sind, wo wirklich Pensionen, das sind solche Dörfer hier, da gibt es eine Pension, zum Beispiel heute waren wir kurz vor einer Pension, die hatten einfach keinen Schlafplatz mehr. Die haben einfach gesagt, kannst du schlafen. Okay. Das eine also man muss Glück haben. Egal, wir kriegen es hin. Spaß euch noch. Na gut, ich halte dich nicht auf. Leg die Beine hoch. Leg die Beine hoch. Ciao. Liebe Grüße, ciao, ciao. Ja, krank. Er widert mich an. Och, ist das ein Wichser. Das hat er jetzt nicht gemacht. Die Strichliste. Der macht sich immer Striche, wenn er Klimmzüge macht. So, ich glaube 5 Klimmzüge ist ein Strich. Und was ist der Anlass? Menschen zu motivieren, Sport zu treiben, was Gutes hinterlassen, der Jugend. Sowas, das ist so mein Antrieb. Wenn dann keine großen Hindernisse dazwischen kommen, geht's. Okay. Weißt du, was immer sehr krass ist? Immer wenn ich vor älteren Menschen stehe, Oma, Opa und so, oder auch allgemein vor älteren Menschen, meine Körperhaltung ändert sich direkt. Also ich bin direkt in dieser so, dieses so, direkt Respekthaltung. 39 ist sie geboren. Alter. Geistkrank. Ist das ein Wichser? So, ein bisschen Krafttraining auch noch gemacht. 200 Klimmzüge, 100 Liegestütze noch. Jetzt geht's kalt duschen. Wir haben kein warmes Wasser, aber ja. Schön duschen, dann wird gegessen und dann lege ich mich hier schön. 200 Klimmzüge? Schön in meinen Kabuff. Und regeneriere. Super. So, zweiter Tag geschafft. Wir sind jetzt 100 Kilometer, habe ich geschafft, glaube ich. Jetzt in 2 Tagen. Zum Runterkommen. Es wurden mir noch ein paar Sachen vorbeigebracht. ESN. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal kurz Spaß beiseite. Das ist nicht normal. Er hat einen Bug in seiner Lunge oder irgendwo in seinen Muskeln. Das geht nicht. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal davon gehört. Da fängt es doch schon an. Was ist das für eine kranke Scheiße? Er hatte mir noch ein paar Sachen zugeschickt gehabt. Der liebe Malte hat mir das vorbeigebracht, also uns vorbeigebracht und hat uns wieder schöne Bowls gegönnt. Das war diesmal wirklich das letzte Mal, glaube ich, auch, Bruder. Ich glaube, ab den nächsten Tagen sind wir, glaube ich, zu weit weg. Aber 100 Kilometer von hier nach Berlin war noch möglich. Gleiche Menü wie gestern. Chicken, Reis, Curry
oder was das Herz begehrt. Unglaublich, ich hab unglaublich. Voll, das wird übertrieben. Chat, ihr müsst dieses Ding, dieses ganze Projekt müsst ihr supporten. Ich werde mir jedes Video davon angucken. Das wird so interessant zu sehen, wie das in anderen Ländern auch ist, wie er das da macht mit Schlafen und Essen. Und also dann, was macht er da? Der hat ja keinen Vorrat. So, also der muss sich ja dann dort auch, also er wird es immer sehr einfach machen. Ne? Er wird sich irgendwo Nudeln holen und wird sich dann Pesto und so reinknallen, klar. Ne? Aber ich glaube, es wird sehr interessant zu sehen, wie das, wie er sich auch so verändern wird. Er soll sich mal nicht rasieren, wie Forrest Gump. Bock drauf. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient jetzt. Jetzt essen wir genüsslich, quatschen noch ein bisschen, Abend ausklingen lassen. Super. Wow, ja. Diese crunchigen Erdnüsse und Röstzwiebeln. Ja, aber. Kommen unglaublich. Und diese ganze noch eine Crunchiness. Super. Was machst du da, Bruder? Waschmaschine. Waschmaschine. Das ist die neue. Da macht man hier Wasser rein, bisschen Spülmittel. Hier hast du so die Noppen. Und dann. Mixst du einfach. Super. Ihr wisst auch, die hier auf Reise versuchen bestmöglich die Routine beizubehalten. Ich habe sogar mein Öl mitgenommen: mein Schwarzkümmelöl. Nur einen Teelöffel am Tag. Honig. Ja, es kommt gleich ein Ingwer. Stück Ingwer. Schön eintunken. Super. So, Leute. Er widert mich an. Das war's mit den ersten zwei Tagen. Morgen ist Donnerstag. Morgen kommt doch das erste YouTube-Video. Einer schreibt, ich dachte, er will sich damit enden. Nee, nicht jeder ist so wie Sydney. Der hat das Olivenöl wegen anderen Sachen. Sydney hätte wahrscheinlich auch sein Mikrofon, sein Olivenöl mitgenommen, aber wegen anderen Gründen. Video online. Für mich geht's jetzt schlafen. Auf hoffentlich einer Steve, Sammy, Weezy Rich und Freezy, danke für die Subs. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben. Ja, lasst einen Follow da sofort. Und lasst hier auch einen Follow da. Dank, super Sinis. Calvin, danke für 16. Bis zum nächsten Video. Was hat er auf der Nase? Ich glaube, damit kann er besser atmen irgendwie im Schlaf. Wirklich krank. Also wer hier noch kein Follow da gelassen hat, lasst da ein Follow da, supportet das ganze Projekt. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Aber die Resonanz ist auch krass. 13.000 Aufrufe, 7.000 Likes, also jeder zweite liked das Video. Alter, das ist schon krank. Everything has changed. Every day.